Hallo, seid gegrüßt. Heute zeige ich euch mal, wie meine Ruler die Achsen referenziert oder beziehungsweise die Y-Achse hier im Beispiel. Denn ich bekomme immer wieder mal die Frage, wie ich das mit den Glasmaßstäben mache und was ich da eingestellt habe, weil ich nutze ja die Referenzmarke auf dem Glasmaßstab. Und jetzt stellt euch mal vor, die Maschine steht hinter der Referenzmarke und ich würde immer in eine Richtung referenzieren. Dann würde ich auch mal einen Crash fahren, weil ich ja theoretisch nicht weiß, befinde ich mich vor oder hinter der Referenzmarke. Wie funktioniert das Ganze? Am Ende braucht man einfach nur einen Limit Switch, also den ursprünglichen Grenztaster. Und da seht ihr hier, ich habe hier zwei Nocken, die einmal den positiven und den negativen Teil der Achse begrenzen. Das heißt, einmal, wenn sie komplett im Negativen steht, ist diese Nocke aktiv. Wenn sie komplett im Positiven steht, ist die rechte Nocke aktiv. Somit habe ich meinen Verfahrbereich eingegrenzt. Über diese Nocken referenziere ich ja nicht, sondern ich fahre im Referenzierarbeitsgang immer nur auf die Endnocke, wechsle die Richtung und fahre wieder vor und suche dabei die Referenzmarke. Und wenn ich die Referenzmarke gefunden habe, fahre ich ganz langsam runter und das ist mein Referenzpunkt. Und wie ich das in Linux CNC einstelle und wie das dann aussieht, wenn das Ganze vollzogen wird, das zeige ich euch jetzt. Aber als erstes gucken wir uns mal die Verdrahtung in der HAL an, also sprich, was ist in der HAL verknüpft. Wenn ich mir jetzt mal hier die Y-Achse anschaue, habe ich natürlich den PID. Ich verknüpfe den PID auch mit gewissen Signalen. Das interessiert uns jetzt nicht. Ich habe einen Step-Generator, wenn ich hier mal das Bild nicht ganz zerschieße. So. Nochmal, ich habe also den Step-Generator, der im Velocity-Mode läuft. Und das Ganze habe ich hier auch verknüpft. Uns interessiert aber jetzt letztendlich nur der Encoder. Also wie habe ich den Encoder eingestellt von der 5i25? Und zwar im Counter-Mode 0. Ich habe den Filter-Parameter auf 1 gesetzt und ich habe Index in Wert auch auf 1 gestellt. Das muss man mal probieren, welche Einstellung hier richtig ist, je nachdem wie die Signale in den Glasmaßstäben oder Encodern ausgeführt werden. Okay, ja, Index Mask habe ich auf 0 und auch das gleiche bei invertiert auch auf 0. Den Scale, den bekommt der Glasmaßstab oder sprich der Parameter aus der INI. Das können wir uns auch anschauen, indem ich hier mal in die INI gehe und dann hier den Encoder-Scale mal sehe. Also das ist die Y-Achse auch. Und hier dieser Encoder-Scale, also diese 1000, die kann man sich hier dahinter denken. Also ist der Encoder-Scale 1000. So, was habe ich noch verknüpft? Klar, diese ganzen Sachen. Die sind aber für die Referenzierung nicht wichtig. Für die Referenzierung ist erstmal nur wichtig, hier das Indexsignal. Also ihr seht, ich habe den Encoder, beziehungsweise vom Encoder 01, den Pin Index Enable. Ich habe den hier drüben auch irgendwo, hier, diesen Pin, Encoder 0 Index Enable. Den habe ich hier mit Joint 1 Index Enable verknüpft. Ja, und die Limit Switches, das sind ganz normale GBIOs, die ich hier über ein D-Bounce in die jeweiligen Limit Switches von Joint 1 verknüpft habe. Wir sehen, das ist sozusagen der negative und der positive. Und ich habe aber hier den Y negativ, den habe ich hier noch Joint 1 Home SW in mitgegeben oder verknüpft, damit wir das letztendlich auch theoretisch als Endschalter oder als Home Switch nutzen könnten. Okay, ich weiß, also ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ich weiß gar nicht, wenn ich das weglasse, ob das dann trotzdem geht. Also müsste ich wahrscheinlich gnadenlos mal ausprobieren. Aber ich will das System nicht anfassen. Never touch a running system. Ihr wisst ja. Okay, aber vom Ablauf her ist hier das Indexsignal.
Die N-Switches sind einfach nur GPIOs und auf einen der N-Switches habe ich hier den Joint Home SW in mitgelegt. Warum ich auch immer das gemacht habe, wird schon seinen Grund haben. Okay. Wie sieht das in der INI aus? In der INI habe ich natürlich die Achse wie auch jede andere Achse beschrieben mit ihren Parametern. Und wichtig für das Homing, also sprich für das Referenzieren, ist eigentlich dieser Block hier. Die Sequence gibt vor, an welcher Stelle, in welcher Reihenfolge die Achse referenziert wird. Bei mir ist es die zweite Achse. Also erst kommt Z und dann kommt hier Y. So. Was ist nun Home Search Velocity, sage ich jetzt mal? Das ist die Geschwindigkeit und die Richtung, in der die Achse diesen Endswitch sucht. Ihr müsst euch vorstellen, hier fährt sie mit 15 mm pro Sekunde ins Minus. Das heißt, sie fährt hier hinter und sucht erstmal gnadenlos diese Nocke. Wenn sie die Nocke gefunden hat, dreht sie die Richtung. Sie fährt dann also genau entgegengesetzt mit 5 mm pro Sekunde. Das ist sozusagen Home Latch Velocity. Und dann sucht sie mit 5 mm pro Sekunde diese Referenzmarke auf dem Glasmaßstab. Und jetzt, wenn sie die gefunden hat, wenn sie auf die Referenzmarke draufgefahren ist, auf das Fenster, auf das True-Signal, dann wird die nächste Geschwindigkeit aktiv, und zwar das hier, Home Final Velocity. Ihr seht schon, das ist 0,01 mm pro Sekunde. Also ich fahre dann ganz langsam runter und diese Schaltfahne ist letztendlich, oder dieser Schaltzustand, dieser Signalwechsel ist meine Referenz, meine Home-Position von der Y-Achse. Ihr seht, ich habe noch zwei weitere Variablen aktiviert, und zwar Home Use Index und Home Ignore Limits. Das sind die Sachen, die ich eingestellt habe für das Homing. Also dieser Block ist wichtig. Wichtig, dass man Limit-Switches hat, also sprich diese Endlagen-Schalter. Und man muss auch hier dieses Index-Signal letztendlich verknüpfen. Ich werde jetzt mal noch hier zusätzlich Joint 1 und mal hier diesen Pin Joint 1 Index Enable. Das werde ich hier mal noch mit reinmachen. Habe ich schon? Ja, habe ich schon hier oben. Hier sehen wir dieses Signal. Und wir schauen mal, ob das Signal auch wirklich kommt. Also das bedeutet, ich fange jetzt einfach mal an zu referenzieren. Wie gesagt, diese Nocke hier wird als erstes angefahren. Ich kann auch noch mal etwas vorchocken. Ich chocke mal etwas vor. So. Und jetzt sage ich einfach Referenzfahrt in Y. So, wir sehen, die Nocke wird angefahren, die Drehrichtung wird gewechselt. So, und jetzt fährt das ganze System so lange, bis es die Referenzmarke gefunden hat. Wenn sie gefunden wurde, wie jetzt, fährt sie dann ganz langsam runter und wir sehen, die Achse ist referenziert. Ich kann das Ganze auch nochmal machen, indem ich hier einfach sage Home Y. Ihr seht, relativ hohe Geschwindigkeit, 900 mm pro Minute, sucht sie den Endswitch, dann schaltet sie um auf 300 mm pro Minute, sucht die Referenzmarke. Wenn sie gefunden hat, fährt sie mit einem Bruchteil von der Geschwindigkeit, und zwar mit 0,6 mm pro Minute, runter und dann ist es vollbracht. Die Achse ist referenziert. Ihr seht, das ist jetzt sozusagen mein Ablauf in jeder Achse, weil ich halt den Glasmaßstab bzw. die Referenzmarke vom Glasmaßstab verwende. Und wenn ich jetzt, also das ist so eingestellt, jetzt nach dem Referenzieren kann ich diese Endswitches, also diese Nocken, gar nicht anfahren. Was passiert, wenn ich sie doch anfahre? Also sprich, angenommen, ich würde jetzt mal auf die eine Nocke draufdrücken, dann seht ihr, die Maschine geht in den Aus, weil ein Gelenk oder eine Achse den Endschalter berührt hat. Ich mache noch mal an und drücke mal den anderen, dass ihr seht, das geht in beiden Richtungen. So, ihr seht, auch jetzt hat die Maschine letztendlich sich abgeschalten. So, ich probiere noch mal den anderen. Die sind schon ewig nicht mehr, also zumindest der hintere ist ewig nicht mehr in Betrieb gewesen, da war ich schon ewig nicht mehr drauf. Der drückt sich auch ganz schön schwer. Ist wahrscheinlich richtig viel Schmutz drin. Okay, ich kann auch gerne nochmal referenzieren.
Und wir schauen noch mal hier auf die Werte. Aber im Grunde funktioniert so die Referenzierung mit einem Indexsignal. Wie gesagt, wichtig ist, dass Joint 1 Index Enable, dass das mit dem Encoder Z-Signal verbunden ist. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe ja jetzt hier einen Linear-Encoder, ich könnte mir vorstellen, wenn Personen das Motor-Z-Signal, also vom Motor, vom Drehgeber das Z-Signal nehmen, das ist so schnell, dass man hier wirklich ganz langsam das suchen muss, weil der Motor einfach zu schnell dreht und wahrscheinlich das Z-Signal dann so kurz ist, dass niemand das mitbekommt. Es kann sein, dass man das dann ganz langsam machen muss. Okay. Ich will auch gar nicht mehr hier groß rumreden, das soll es auch schon gewesen sein. Also heute, wie referenziert die Ruler eine Achse mit ihren Glasmaßstäben und mit der Referenzmarke. Ihr seht, es ist nicht viel nötig. In der HAL muss man ein paar Sachen verknüpfen, in der INI muss man ein paar Einstellungen vornehmen und dann hat man eigentlich schon Spaß. Okay. An der Stelle sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an. Wer mich zusätzlich unterstützen möchte, der kann das bei Patreon tun. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.